Habtab, Immanuel, Mohammed und Nebeyu. Sie kommen aus Eritrea und haben ein Ziel. Sie wollen im Mai beim Gutenberg-Marathon in Mainz mitlaufen. Darauf werden die vier zusammen mit anderen Flüchtlingen von der TSV Schott und Trainer Matthias Ströer vorbereitet. Ja, jetzt kommt das gute Wetter wieder raus, dann macht das Training natürlich noch mehr Spaß. Und die haben jetzt viel Zirkeltraining gemacht, kleine Laufeinheiten. Und jetzt kann man bei schönem Wetter ein bisschen auf der Bahn, ein bisschen ja, das Laufen forcieren. Und ich denke, die Jungs werden viel Spaß haben. Und beim Marathon mit der großen Umgebung, da werden die leuchtende Augen kriegen. Einen ersten Leistungscheck haben die vier Neumainzer bei den Kreislaufmeisterschaften im Gonsenheimer Wald gemacht. 3300 Meter gegen die Konkurrenz und gegen die Zeit. Die Kulisse noch nicht ganz wie beim großen Marathon in der Innenstadt, aber das richtige Wettkampfgefühl, das war schon da. Sie alle haben sich gut geschlagen, wobei nicht die Platzierung, sondern der Spaß im Vordergrund stand. Und Trainer Ströer sieht bei seinen laufbegeisterten Schützlingen sogar noch Luft nach oben. Very good. Ja, die haben einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, es hat allen Spaß gemacht. Ich glaube, 100% haben sie noch nicht gegeben. Die mussten ja auch erst mal schauen, schaffe ich das? Aber es hat sehr gut geklappt und ich glaube, für die nächsten Ziele sieht das gut aus. Also für den Marathon wäre es, glaube ich, ein gutes Tempo für die Staffel. Und bis zum 22. Mai bleibt ja auch noch genug Zeit zum Trainieren.